So, sorry, ich weiß, es ist eigentlich ein Tierkanal, aber Pflanzen interessieren mich zunehmend und Exoten allgemein. Und das sind ja auch Pflanzen. Also, wie überwintere ich denn einen Zitrusbaum? Sagt's mir. Bitte. Vor allem Exoten brauchen beim Überwintern ganz viel Hilfe, Herr Kroll, wenn wir in Richtung Zitrusfrüchte gehen. Das ist ein neuer Trend. Ja, neuer Trend gerade, tatsächlich. Und diese kleinen Mandarinen oder Apfelsinenbäumchen, die Sie da stehen haben, die sehe ich auch gerade recht günstig bei Aldi für 29,99. Aber da habe ich mir gedacht, das sind doch keine essbaren, das ist doch irgend so eine Zierhybride, die eigentlich nur so aussieht, aber ungenießbar ist. Weil die werden doch auch nicht größer, diese Früchte, die Sie da tragen. Das ist ja eigentlich ein reiner Zier und kein Nutzbaum, nehme ich mal an. Dass die wirklich so große Früchte tragen können, dass die auch genutzt werden können, muss der Baum noch einige Meter größer werden. Und welche, die so groß werden, die werden auch nicht so kleine Früchte tragen. Also das wird doch garantiert eine Zierhybride sein, die halt nett aussehen soll, aber eh keinen weiteren Nutzen hat. Nehme ich mal an, sage ich ahnungslos. Aber wo denn jetzt hin, wenn ich jetzt zu Hause nicht so viel Platz habe? Was braucht das Zitrusbäumchen für Hilfe? Also Zitrusfrüchte drinnen zu überwintern ist immer etwas schwierig, aus dem einfachen Grund, die brauchen es wirklich warm genug, also da sollten es wirklich mehr als 4, 5 Grad sein und möglichst hell. Und das Wichtigste ist, wie bei allen Zitruspflanzen, nicht gießen oder bei allen Überwinterungspflanzen so wenig wie möglich gießen, weil da gibt es die größte Gefahr, weil das ja jetzt, wenn es kalt steht, nichts mehr verdunstet. Aber warum ist das denn eine Gefahr, wenn sie drinnen überwintert? Alles, was er da gesagt hat, ist ja ausgeschlossen. Ich meine, jeder Mensch hat es bei sich zu Hause wärmer als 4 Grad. Das Wasser bleibt unten im Topf drin und dann kann es passieren, das erstickt einfach dran und verliert dann alle Blätter und stirbt. Das sieht man ganz leicht, wenn die Blätter erst braun werden, von grün direkt zu braun übergehen, dann sind sie erstickt. Wenn sie von grün zu gelb zu braun übergehen, dann sind sie vertrocknet. Meine Empfehlung ist immer, wenn dann die ersten Plättchen anfangen gelb zu werden und immer mehr davon gelb werden, dann ein bisschen Wasser zu geben und danach wieder stehen zu lassen. Wie sieht das aus mit Schädlingen? Also man sieht auch häufig bei uns zu Hause zum Beispiel, ich habe so entdeckt, dass die Zitrusbäumchen dann doch eher so schädlingsanfällig sind, dass dann so Läuse oder irgendwie Das sowas. gilt praktisch für alle reingeräumten Pflanzen. Wir haben das hier auch, da sieht man diese schönen hellen Flecken auf den Blättern, das ist meistens ein Spinnmilbenbefall, kann das sein, oder andere Schädlinge. Das ist, kommt ein bisschen vom Standort an. Also drinnen dürfen die keinesfalls Zugluft bekommen und halt möglichst hell stehen. Also wenn ich die auf den Küchentisch stelle, ist er garantiert tot. Der müsste wirklich sehr sonnig stehen mit Oberlicht oder so. Wer Pflanzen in die Wohnung räumt, der hat dann eher so die Übersicht über das, was da wächst und was nicht wächst. Was ist, wenn jemand das in den Keller räumt? Wie häufig muss man da wirklich gucken? Also wenn ich es in den Keller räume, muss ich sowieso schauen, dass ich hauptsächlich Pflanzen habe wie diese Knollenpflanzen, die dann auch ohne Licht zurechtkommen. Wenn ich sonst eine Zitrusbäumchen in den Keller räume, würde das wahrscheinlich sehr schlecht aussehen, weil das dann alles verliert. Oder wir haben hier diese wunderschöne, Was ist hier passiert? das ist jetzt allerdings eine Küche und eine warme Wohnung gewesen. Das ist jetzt bei der Zitronenverbene oder Zitronenstrauch, wie es ja auch heißt. Alle Blätter, die draußen waren, sind mit dem Lichtmangel und der Wärme nicht zurechtgekommen und alle zusammengetrocknet. Und dann hat die vorne ein paar neue Triebe gebildet zur letzten Lichtquelle und hat sich ans Küchenfenster gekuschelt. Deswegen sind diese Triebe so. Aber das sollte man jetzt nicht versuchen. Also lieber wirklich kühler stellen. Und dünn? Es ist Winter, da passiert nichts. Die brauchen Licht, damit sie, also wie draußen, da ist einfach nichts mehr. Und so vom Wachstum her würde ich jetzt nicht versuchen zu düngen, weil die hat sowieso zu wenig Lichtversorgung. Die hat sowieso. Braucht nicht viel Nährstoff, weil es sowieso wenig Wuchs hat, jetzt was zu düngen. Kann es passieren, wenn dies schon sowieso sehr geschädigt ist, wie diese da, dass ich dann noch einen Wurzelschaden durch einen Dünger riskiere. Okay. Also nun weiß ich, Zitrusfrüchte auf jeden Fall sehr sparsam gießen, immer nicht so viel, dass unten am Boden, also am Boden nichts. Immer nur ein bisschen rüber tröpfeln, lieber öfter. Und die Lichtversorgung. Okay, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen klüger, aber auch nicht wirklich viel. Dennoch, danke für schöne Beitrag. Ich mag sowas. Also exotische Pflanzen zunehmend auch mehr. Bis dann, Freunde.